Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine super mysteriöse und super verwirrende Mystery Box für euch, die gar nicht so mysteriös ist, aber dieses ganze Drumherum ist irgendwie, es verwirrt mich. Vielleicht nenne ich das Video eher, es ist eine Verwirrungsbox. Und ja, es geht um eine Otto, also eine Douglas Mystery Box, die es bei Otto zu kaufen gibt. Und die möchte ich euch zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die kostet 88,82 € oder so. Wenn man sich eingeloggt hat oder angemeldet hat bei Otto, bezahlt man 10 € weniger ungefähr. Und soll ein Warenwert von, ich muss spicken, 177,64 € haben. Also das ist alles super verwirrend, Leute. Denn was haben Douglas und Otto miteinander zu tun? Also ich bin jetzt aktuell sowieso etwas öfters bei Otto unterwegs, weil die halt auch schon ein paar Adventskalender bei sich haben, die man vorbestellen kann, ne? Und ja, dann bin ich halt darauf gestoßen und einige von euch, ich glaube 5 ungefähr waren das, ist richtig heftig, haben mir auch tatsächlich dann auch diesen Link dazu geschickt, so hey, guck mal, da gibt's was. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bestell das schon. Es war aber tatsächlich auch schon gezeigt, ne? Also dass man halt auch online gesehen hat, was drin ist. Also man hat nicht die Katze im Sack gekauft, weil für den Preis, ganz ehrlich, sollte es auch nicht so sein. Labarababa, ich starte jetzt einfach mal hier erstmal mit dem größten Ding. Allerhand von Rituals ist hier mit dabei, da habe ich hier den Conditioner. Leute, ne, Ritual of Karma, 500 Milliliter. Das ist ein riesen Oschi. Ich kenne das eigentlich nur in der Größe, was man so im Adventskalender findet. Diese kleinen 50 Milliliter Tuben oder 70, wenn es hochkommt, ne? Und dieses Mal so, nee, 500, Claudi, da hast du richtig lange was dran. Alter Schwede, mit Lotusflower und weißem Tee, also Lotusblume und weißem Tee. Und ich mag ja die Ritual of Karma Reihe, die beruhigt, die ist schön, die kannst du theoretisch auch unisex ganz gut verwenden, ne? Knall hier einfach mal 500 Milliliter davon rein. Finde ich ziemlich abgefahren. Und das ist auch nicht das Einzige, was von Rituals hier mit dabei ist. Da haben wir hier nämlich auch noch das Hair and Body Mist. Also aktuell verwende ich tatsächlich auch, ich sag oft tatsächlich, ne, relativ viele Body Sprays. Also da habe ich auch aktuell das von Sol de Janeiro in Anwendung. Das brauche ich quasi gerade auf. Richtig angenehm. Also wirklich gerade im Sommer, ne? Dieses Leichte und so. Naja, auf jeden Fall sind das 50 Milliliter davon. Auch das ist eine Originalgröße. Das ist ein riesiges Produkt in einer Glasverpackung. Ein ganz, ganz toller Duft. Das war auch super lose in irgendeinen Karton geworfen. Deswegen habe ich das hier auch einfach schön in der anderen Box mal drapiert. Auf jeden Fall ist es dieses hier. Das riecht so gut. So, so gut. Und wenn es dir nicht so an dir selber gefällt, dann nimm es als Raumspray, weil das riecht einfach klasse, ne? Also das ist schon, also das sind schon mal Knaller, die, womit das hier startet. Und das geht halt einfach genauso heftig weiter. Das ist vielleicht einfach eine ganz gute Idee, auch als Geschenkset oder so. Vielleicht, wenn du dir auch einfach das Set kaufst, du kannst es ja auf verschiedene Geschenke dann auch splitten oder so als Mitbringsel oder so nehmen. Noch was von Rituals kommt, das ziehen wir jetzt erstmal durch, ist hier von Ritual of Ying, Your Path to Inner Peace, a Sleep Nighttime Serum. Und da sind 15 Milliliter drin. Das ist ein Gesichtsserum, glaube ich, ne? Das ist halt auch schon eine coole Geschichte in einer ziemlich abgefahrenen Verpackung. Ja, ja, ein Abendserum. Und damit kann man sich dann chillen. Klar, das hat ja auch diesen Lavendelduft, ne? Das wird einen dann wahrscheinlich ein bisschen chillen. Nicht verkehrt. Also Sacred Wood und Lavender, genau. Also Sandelholz. Sandelholz ist Sacred Wood, glaube ich, ne? Und nicht heiliges Holz, habe ich, glaube ich, damals immer gesagt. Und Lavendel. Was das ansonsten noch machen soll, keine Ahnung. Das kann ich jetzt auf die Schnelle. Serum für einen friedlichen Schlaf. Ja, gut. Jo. Das kannst du dir auf deine Schläfen, auf deine Stirn und auf deinen Nacken einmassieren. Also ist das wohl wirklich gar nicht zum Pflegen gedacht, so komplett übers Gesicht, sondern nur, ach so, ja gut. Ja, nee, das bräuchte ich persönlich dann für mich jetzt nicht unbedingt. Und das letzte Produkt, was wir hier von Rituals drin haben, ist dann auch nochmal richtig geil, das Eau de Toilette Oh So Sunny. Da sind 15 Milliliter drin und das ist dieser hier. Und das wird dann der Duft sein von Ritual of Karma oder Ritual of Ying. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Da werde ich mir nochmal die Duftkomponenten durchlesen, ob mir das dann auch so gefallen wird, ne? Und ich mag gerne die Rituals-Düfte. Die waren also bislang auch immer echt gut. Ich möchte es dann doch vielleicht jetzt riechen. Bin ich so verrückt? Ja, komm. Machen wir das? Ja, ja. Das machen wir jetzt. Dann machen wir mal eine kleine Duftprobe hiervon. Skiddy. Und wenn man das vielleicht nur als Abendduft verwendet, das mache ich ja auch ganz gerne. Direkt mal aufsprühen hier.
Das kommt mir direkt in die Nase. Oh, ist es blumiger, als ich dachte. Oh, ist das ein schöner Sommerduft. Nee, das habe ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir hier vielleicht so ein bisschen mehr was wirklich Lavendelmäßiges oder so bekommen. Aber das ist es ja gar nicht. Das riecht richtig gut. Das mag ich gerne leiden. Ich blende euch ja auch die Duftkomponenten dazu ein. Sehr, sehr empfehlenswert, das mal auszuprobieren. Und das ist halt auch kein aufdringlicher Duft, ne? Das ist ein schöner, frisch gewaschener Duft so. Oh, mag ich. Das ist ein toller Duft. Okay, apropos Duft, davon haben wir hier noch ein paar mehr drin. Und zwar einmal von Tom Taylor habe ich hier das Eau de Toilette 50 Milliliter. Ich weiß nicht, hast du irgendeine Bezeichnung? Weiß ich gerade gar nicht. So schaut das auf jeden Fall aus. Es kam bei mir leider ohne Kappe. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich habe sie auch nirgendwo in dem Paket gefunden. Das ist jetzt einfach so. Tom Taylor Düfte hatte ich auch schon mal da, aber die sind mir leider nicht langanhaltend genug. Die riechen im ersten Moment auch richtig, richtig gut. Ich mag sie an mir aber halt einfach nicht für den Tag so, ne? Deswegen wird das hier auch weiter wandern, aber es ist leider ohne Deckel. Naja, ansonsten hätte man sich da echt drüber freuen können. Vor allem, weil du hier einfach auch noch das hier mit da drin hast. Das ist so abgefahren, Leute. Also diese Box ist schon krass. Das ist einmal das Jil Sander Sun Eau de Toilette mit 75 Millilitern und das Hair & Body Shampoo mit 75 Millilitern. Das ist ein richtig schönes Geschenkset. Also ich fand es echt crazy, dass halt sowas angeboten wird bei Otto. Ganz ehrlich, ne? Also hier haben wir einmal das Hair & Body Shampoo, ne? Das, ja, kann man halt zum Reinigen nehmen. Würde mir aber tatsächlich für die Haare wahrscheinlich nicht reichen. Da brauche ich halt schon ein bisschen was Derberes, also ein bisschen was Pflegenderes. Ne? Da habe ich ja schon so ein bisschen meine No-Brainer-Produkte. Ne? Und dieses Parfum, da müsste ich in die Vergangenheit reisen, um es meiner Mama zu schenken. Mittlerweile findet sie es nicht mehr so geil. Das hat sie damals immer von meinem Papa auch geschenkt gekriegt. Ich finde nach wie vor sehr, sehr schön, wenn ich den an anderen rieche. Das riecht so, weiß ich nicht. Für mich einfach auch nach Kindheit, nach Wärme. Dieses hat ja auch was Orangiges oder so mit dabei. Also diese leicht zitrische Komponente. Aber für mich ist es halt vor allem meine Mama, ne? Das ist so mein Mama-Duft. Und ja, sie hat den immer getragen und ich habe den auch gerne an ihr gerochen. Und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Duft. Genau. Und das ist ein schönes Geschenkset. Also das wird halt auch demnächst dann von mir so weiter verschenkt werden, weil das macht ja durchaus Sinn. Und ja, genau. Also ein wundervolles, wundervolles Gedönsen hier einfach mal in der Box mit dabei. Ja, schön, ne? Geht noch weiter. Da habe ich hier was drin von Salvatore Ferragamo. Eine Bodylotion, das ist so eine kleine Geschichte. Zum Reisen vielleicht eine gute Sache, ne? 33 Milliliter sind hier drin. Genau, wenn man unterwegs ist, wird das auf jeden Fall ganz gut kommen. Genauso wie gerade auch die Herznote von dem Parfum ganz gut kommt. Oh, das riecht so gut. Mag ich. Ja, genau. Das ist komplett irgendwie recycelt, steht hier auch drauf. Die Marke hat man auch schon öfters so mal gesehen, würde ich sagen, ne? Also gerade so Adventskalender habe ich das öfters mal mit dabei gehabt. Bianco di Carrara. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Duft oder so. Keine Ahnung. Dann haben wir hier auch noch was Abgefahrenes drin. Und zwar den Touche Eclat Blur Primer von Yves Saint Laurent mit 10 Millilitern. Und ich glaube, den hatte ich schon mal, habe ich dann auch aussortiert, weil ich den mal in der Look Fantastic Mystery Box oder so mit dabei hatte. Und genau, der hat nämlich auch so, ja, so kleine Schimmerpigmente mit drin, ne? Der ist mir persönlich einfach irgendwie zu silikonig. Das ist nicht so meine Welt, weil ich bin ja eher trocken, aber ich glaube, für die Leute, die dann auch wirklich ihr Hautbild etwas geblurrt haben wollen, kann das was Gutes sein. Aber wir haben das einfach hier auch so als Marke mit drin, was ich sehr cool finde. Dann haben wir hier was von Vichy am Start und das finde ich auch sehr praktisch, denn das passt jetzt einfach gerade. Also es sind nicht nur Produkte, die jetzt irgendwie außerhalb des aktuellen Zeitpunktes Gedönsens liegen, ne? Das ist nämlich mit Lichtschutzfaktor 50 ein UV Protect Skin Defense Daily Care Sensitive Skin Hypoallergen Invisible Mist. Genau, ich glaube, das kann man mit 75 Milliliter, kann man sich auch so über Make-up oder so geben. Ist das nicht sowas? Meine ich nämlich schon. Weiß ich nicht. Das steht hier auch nicht auf Deutsch drauf, ne? Shake well before use. Close your eyes. Und deine Lippen sollst du zusammenpressen. Und dann machst du es aufs komplette Gesicht, mindestens aus 15 cm Distanz. Und wenn es auf die Lippen kommt, sollst du es abmachen. Ja, sollst du nicht einatmen. Genau. Ja gut, aber reapply to maintain protection. Genau, also später immer mal wieder drüber machen. Und ja,
Genau. Aber hier steht jetzt nicht, dass man das explizit auch über Make-up tragen könnte. Okay, das ist dann halt einfach so für mal eben schnell zwischendurch vielleicht einfach eine ganz praktische Sache und halt auch fürs Gesicht gedacht, ne? Dann haben wir von La Roche-Posay etwas mit dabei, was ich sehr, sehr begrüße, weil wenn ich hier oben sitze und einen Adventskalender auspacke, dann brauche ich sowas. Habe ich aber eigentlich in so einer Sprühflasche einfach Wasser, ne? Oder halt hier so ein kleines Fußbad. Das ist ein Thermal Spring Water und das soll halt beruhigen und Irritationen vermeiden. 100 Milliliter sind mit dabei, beziehungsweise nicht Irritationen vermeiden, sondern halt weggehen lassen. Also vielleicht auch eine ganz gute Sache, wenn man so Sonnenbrand hat oder, keine Ahnung, zu lange irgendwie in der Sonne lag oder sonst irgendwelche Irritationen hat. Ich denke da auch an meine Mama mit Neurodermitis oder so. Ne? Hier steht es auch zum Beispiel Windelausschlag. Also für Babys ist es auch wohl sogar geeignet. Dann nach der Rasur kann man das nehmen, wenn man die Hand irgendwie gestoßen hat. Okay, interessant, ne? Oder halt auch in der Schwangerschaft für den Bauch. Steht hier auch richtig süß drauf. Guckt euch das mal an. Das ist eine Hand, die den Babybauch streichelt. Das ist süß, ne? Also hier sind die Einsatzmöglichkeiten. Das ist schon schön. Also wirklich ein Multi-Use-Produkt, was ich mir auch einfach gut vorstellen kann. Und ja, was man sich auch einfach hinstellt, wenn da mal sowas halt vorkommt. Dann habe ich noch zwei Produkte hier drin. Die sind, glaube ich, beide von NYX, genau. Einmal so ein Riesending Reftemiel. Da habe ich gerade erst dieses Lippenbalsam-Gedönsen leer gemacht. Und zwar ist es ein Melting Honey Body Oil Balm. Das soll halt richtig schön die Haut nähren und reparieren und Irritationen halt zurücknehmen. 200 Milliliter. Sowas mag ich ja vor allem im Winter richtig gerne. Also wenn es halt so richtig reichhaltig ist. Wir kennen ja auch vielleicht diese, wie heißen die nochmal? Diese Huile Prodigieuse, ne? Diese super öligen Geschichten. Und da haben wir hier halt einfach wahrscheinlich auch etwas öligere Geschichten. Geschichten, wir haben sehr viele Geschichten scheinbar. Rieche ich jetzt so nichts, ich rieche nur das Parfum, tut mir leid. Nee, aber finde ich klasse. Da steht es auch, zartschmelzender Honigölbalsam für den Körper, sehr trockene und empfindliche Haut, ne? Für mich im Winter perfekt geeignet. Jetzt im Sommer wäre es mir wahrscheinlich ein bisschen zu schwer. Und dann haben wir hier auch noch einfach ein Clean Hands Gel, sehr interessant, mit Honigduft, 30 Milliliter. Also wie so eine Art, von Mercy Handy gab es sowas doch auch mal, ne? Also so stelle ich mir das vor, dass das quasi wie so eine Art Desinfektion oder Reinigung für zwischendurch ist oder so. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Hygienehandgel, doch. Das parfümierte Gel macht die Hände geschmeidig und reinigt sie ohne Wasser. Auf die Hände auftragen und einreiben, bis sie trocken sind. 98% der Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft und so weiter und so fort. Ja, ne? Kann man vielleicht auch für unterwegs mal ganz gut gebrauchen, wenn man gerade nicht irgendwie ein Waschbecken in der Handtasche drin hat und sich einfach irgendwie mal die Hände ein bisschen reinigen möchte. Im Zug oder so vielleicht. Ihr Lieben, das ist mal eine krasse Box. Also ich finde sie wirklich gut gestaltet. Für mich persönlich hätte ich hier super gerne natürlich mehr dekorative Kosmetik drin sein können. Aber Leute, drei Parfums, das muss man sich mal reinziehen. Riesige Produkte und geile Sets. Also ich finde, die Box lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe sie euch mal in die Infobox reingesetzt und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ne? Cool. Danke auch für eure Empfehlung und ja. Das wird jetzt teilweise hier in Anwendung genommen. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.